Lars und mich hat es heute bei diesem mega schönen Wetter direkt an den Bodensee verschlagen, und zwar in die Westallgäuer Gemeinde Nonnenhorn. Nonnenhorn ist eben, wie gesagt, im Landkreis Lindau und hat ca. 1700 Einwohner und wahrscheinlich genauso viele Touristen, zwar noch nicht ganz im Mai, aber wir sind heute auf jeden Fall auch Touristen, deswegen machen wir das auch so und erkunden Nonnenhorn Touristenbike mit dem Fahrrad. Nonnenhorn ist bekannt als Weindorf, weil wir ja hier in der Weingegend sind. Also Bodensee ist ja Weingegend. Und deswegen fahren wir hier auch einfach mal durch sämtliche Weinsträucher, Reben und so weiter. Hallo, Annika. Ich bin der Simon. Du arbeitest hier oder ja, was genau. Machst du gerade? Ich mähe die Wiese zwischen den Rippstöcken, das nennt sich Mulchen, und gucke, dass auch zwischen den Rippstöcken das Gras weg wird. Das heißt, du bist Winzer? Genau, richtig, ja. Sehr gut, du bist sehr jung. Warum bist du Winzer? Naja, meine Eltern sind Winzer und das hat sich, man wird da reingeboren und ich konnte mir eigentlich schon lange nichts mehr anderes vorstellen. Gefällt dir daran besonders gut? Ja, in der Natur zu arbeiten und ein Produkt von Anfang an quasi von der Pflanze ab, von der Natur bis in die Flasche, das ist außergewöhnlich. Ja. Sehr cool. Und dann ausgerechnet hier im schönen Nonnenhorn. Was ist denn da besonders, vielleicht jetzt aus Winzersicht? Am Bodensee, wir haben ein ganz spezielles Klima hier, haben sehr viele Sonnenstunden. Sind trotzdem durch die Alpen eher eine kühlere Region, was den Wein eine Frische verleiht. Und wir haben hier einzigartige Böden, die es so und sonst in Weinbauregionen eigentlich nicht gibt. Sehr schön. Ja, cool. Und was wird heute noch alles gemacht? Was musst du heute noch schaffen? Ja, ich werde heute nicht ganz fertig werden. Ich fahre, bis es dunkel wird und dann geht es morgen weiter. Okay. Wow. Dann hoffentlich gutes Wetter für morgen. Ja, danke schön. Und frohes Schaffen. Danke. Seit 1591, also über 400 Jahre, gibt es diesen Keller schon, der jetzt offen ist und für alle Nonnenhorner und Besucher quasi ersichtlich. Und zwar befindet sich hier die größte und älteste Weinpresse der Bodenseeregion, also Weintorkel genannt. Und hier hat man mit quasi Handarbeit den Wein gepresst. Das mache ich jetzt aber mal lieber nicht. Und Jonas, komm mit. Hier hinten. Waren dann die Trauben nämlich drinnen. Und da unten kam dann der Saft raus. Wir sind im Kurpark Nonnenhorn und Fahrradfahren darf man hier nicht. Deswegen haben wir die mal geparkt und schauen uns ein bisschen den Bodensee an. Ich liebe ja Bödli, ne? Da geht mein Herz auf. Warum? Bödli sind super, weil, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber in jedem Urlaub bin ich immer die, die dann eine halbe Stunde an dem Boden verbringt. Egal in welcher Stadt und egal, dass auch die Boote alle gleich ausschauen. Aber für mich schauen sie nicht gleich aus und ich liebe es, Boote zu fotografieren.
Ich fahre eigentlich gar nicht so gern auf dem Boot, aber ich finde es total schön. Schaut einfach hübsch aus. Sie sind jetzt hier zu Besuch in Nonnenhorn. Ist ja. Das richtig? Wo kommen Sie denn her? Ha, da waren Sie bestimmt noch nicht. Wo? In Leipzig. Ja, aus Sachsen. Cool. Ja? Ja? Waren Sie da schon? Nein, ich war tatsächlich ja, noch nicht. Das da. Ist also Sachsen. Wer aus Sachsen kommt und speziell aus Leipzig, das ist wie eine Auszeichnung. Ja? Ja. Ist das so? Ja, ja, perfekt. Und dann hat sie es ins Allgäu verschlagen, jetzt zum Urlaub ja, machen. Ja, weil wir das noch nicht kannten. Das sind 560 Kilometer Entfernung. Ja, das ist gar nicht so. Das ist ein ganz schönes Stück. Und diese schöne Natur hier und im Länderdreieck, na, das ist natürlich noch besser als in Leipzig. Toll, Allgäu TV, ich werde verrückt. Ja. Am Bodensee. Machen Sie jetzt hier eine Pause in Nonnenhorn? Na, mal ganz kurz absitzen, was trinken. Was ist denn so besonders? Warum kommt man dann hier gerne dann wieder her, um einen Ausflug zu machen? Ja, also wir jetzt radelnderweise, um das zu verbinden. Ja. Also die Bewegung mit der Landschaft, mit dem See. Das Nonnenhorn liegt halt sehr schön ruhig, so ein bisschen abseits von der Bundesstraße. Und es ist einfach auch ruhig und vom Tourismus noch nicht ganz so überfüllt. Ne? Also so, wie man es eigentlich gerne hat. Wir haben Sie jetzt gesehen, Sie werkeln hier draußen. Was machen Sie denn? Ich selber, also, weil Sie auf das Pferd zeigen. Ja, auf beides. Gehen wir mal hin. Zeigen Sie mir mal, was Sie da Pferd machen. Das Pferd ist eine reine Freude für die Kurgäste mit Kindern und auch unsere Familie mit Kindern. Das habe ich halt mal gebastelt und stelle es ab und zu raus, wenn es schön Wetter ist. Schön. Ja. Sehr schön. Und was machen Sie hier? Das sind Schilder. Hobby, nein, nicht Hobby. Das war mein Beruf und jetzt habe ich halt immer wieder mal sowas zu tun. Und das muss ich erneuern, neu beschriften, neu fräsen, weil Name dazu kommt. Und so, das ist so ein bisschen meine Freizeitbeschäftigung. Und das war Ihr Beruf? Das haben Sie quasi alles Handarbeit? Ich war Malermeister. Oder bin es noch, ja. Sehr schön. Und dann machen Sie das immer noch. Das finde ich toll. Ja, ja, doch. Brauche auch noch Beschäftigung. Natürlich. Ja, so alt sind Sie ja auch noch gar nicht. Ganz im Gegenteil. Dieses Schild ist jetzt direkt vor Ihrem Haus. Jawohl, ja. Und war früher an der Mautstelle Crespron-Bayern. Und durch den Umbau oder durch den Bau der Überführung und Unterführung kam das weg. Und da habe ich das gerettet und steht jetzt bei mir, ist bereits unter Denkmalschutz. Ja, klar. Und Sie haben das dann auch restauriert, weil Sie Malermeister sind? Ja, ich habe auch sind? Die kaputten Tafeln erneuert. Das sieht man Gott sei Dank nicht so. Es ist ganz original ist eigentlich nur die untere große Tafel. Die anderen sind nachgemacht. Ja. Aber es schaut auf jeden Fall wieder aus wie neu. Ja, ja, klar. Und doch wie alt. Der wird auch oft fotografiert, die Tafel. Kann ich mir vorstellen. Wir haben es ja auch gleich gefilmt. Toll. Von außen habe ich Klaviermusik gehört und deswegen habe ich gedacht, ich guck mal rein. Weil hier nämlich die Musikwerkstatt Tettnang probt. Und es ist quasi Musikschule für die Nachbargemeinde Tettnang und Nonnenhorn zusammen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Hallo! Was macht ihr denn hier? Wir spielen hier Klavier, also wir haben Klavierunterricht hier. Okay, und seid ihr aus Nonnenhorn oder Tettnang? Ich habe nämlich gelesen, Musikwerkstatt Tettnang an der Tür. Also ich bin aus Nonnenhorn, aber es ist halt die Musikwerkstatt Tettnang, die ja den Unterricht anbietet. Okay.
Ja, cool. Und dann Sie? Ich bin die Ludmila Gretz und ich bin die Klavierlehrerin aus Musikwerkstatt Tentenhang. Ja, sehr cool. Und Sie üben dann hier einmal die Woche, oder? Ja, ich komme einmal die Woche hierher, mittwochs, und unterrichte halt meine Kinder aus Nonnenhorn. Magst du uns denn mal was zeigen? Ja. Jonas und ich sind jetzt im Paradies angekommen. Hier das Gebiet, wo wir hier gerade sind in Nonnenhorn, heißt nämlich Paradies, also Uferanlage im Paradies. Mal schauen. Du darfst keinen Apfel essen. Stimmt, kein Apfel im Paradies essen. Die staatliche Fischbrutanstalt. Da ist zwar keiner zu Hause, aber trotzdem können wir hier ein paar Infos zusammensammeln. Und zwar gibt es hier eine tolle Infotafel. Hier werden nämlich folgende Fischarten angefüttert. Und zwar das Fällchen, der Seesaibling und die Seeforelle. Und weiter geht's ins Paradies. So sieht also das Paradies aus. Nachdem ich ja jetzt hier mich am Ufer so ein bisschen hingelegt habe und den Tag genossen habe, bin ich genau am richtigen Ort. Und zwar, hier ist Station 8 vom Genießerweg. Und zwar ist man beim Genießerweg durch Nonnenhorn auf den Spuren von Obst, Wein und See unterwegs. Und hier haben wir zum Beispiel eine Infotafel über den See. An anderen Stationen des Genießerwegs erfährt man aber was über verschiedene Apfelsorten, die es hier gibt, oder verschiedene Rebsorten, weil hier ist ja Weindorf. Nonnenhorn ist ja als Weindorf bezeichnet. Wir haben die Räder jetzt geparkt und ich habe mal ein Eis gekauft. Das gönnen wir uns jetzt nach diesem schönen Tag in Nonnenhorn. Und ja, wir sehen uns nächste Woche bei einer neuen Folge Allgäu TV Inn. Und hier dann Eis, Jonas, weil du so schön hinter mir heute hergeradelt bist mit Kamera in der Hand. Hab mich gleich vollgekleckert.